Boah, war wohl gut gestern. Wir hatten hier ein kleines Warm-up. Und dann sind wir mal wieder richtig schön verschmiert feiern gegangen. Bis morgens um 9 oder was. Oh, lecker. Ohne Maske, ohne Sperrstunde, mit Gerhard und ohne Geld. Aber dafür gibt es ja zum Glück einen Deckel. Diesmal hat der Barmann Jochen uns eine wirklich sehr kernige Thekenerfahrung eingebracht. Endlich mal wieder gegenseitig angeatmet und die Kippen von der anderen geraucht und hier und da mal eine Pesette von Jörg und Heiner gehabt. Da hatte man teilweise das Gefühl, dass man sich alle Varianten gleichzeitig einfängt und ein komplett neuer Virus mutiert. In Echtzeit. Die Variante hätte ich denn nach der Bar benannt. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir überall waren. Variante Elbschlosskeller. Mein Mund ist heute auch Variante Elbschlosskeller. Naja, jedenfalls hat Gabi dann zur Vorsorge eine direkte Infusion zum Elbing gelegt. Relativ interessante Erfahrung. Und dann haben wir ja auch so ein paar Tequila gehabt und dann knabbelst du dir die Finger danach ja mit der Zitrone immer ab. Und vorher matschst du da schön auf dem klebrigen Tresen rum. War direkt Schluckimpfung. Immunsystem ist wieder auf Vordermann gebracht. Und irgendwann zwischendurch ist ein kleines Wunder passiert. Da hatte ich mir die ersten 8 Dinger reingeschraubt, dann musste ich das erste Mal fördern da unten in den Keller. Und wen treffe ich da? Nach 2,5 Jahren. Wilfried. Der hat sich nicht 1 Millimeter bewegt. Den haben wir da wohl kurz vor dem Lockdown vergessen. Schön nach dem letzten Getränkeunfall verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Naja, dann habe ich Wilfried erstmal ein paar Pesetten zu essen gegeben und ihn wieder ein bisschen aufgepäppelt. Nach dem dritten Helbing hat er auch wieder angefangen zu sammeln. Das war wirklich ein klasse Moment. Das war auf jeden Fall mal wieder eine wichtige Erfahrung für mich. So lange abstinent und dann ohne Einschränkungen, ohne Sperrstunde richtig einen durch den Tisch treten. Hey, hier kommt der Ausschuss. Das schmeckt aber auch. Und dann haben wir uns da schön die Lungen durchgeräuchert, schön den Rachen tapeziert. Und dann ging es noch irgendwann weiter. Ich habe heute auf jeden Fall ganz extravaganten Schluckmuskelkater. Vielleicht spielen wir mal Voltaren. Aber ansonsten bin ich wirklich noch in Topform, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe der Kneipenabstinenz im Homeoffice gut entgegengewirkt. Jetzt erstmal ein kleiner Boxenstopp, neue Getränkeslicks drauf und dann geht's auch direkt weiter. Abfahrt. Macht euch mal einen schönen Sonntag. Harald, wir müssen den Tisch noch aufräumen. Bevor Gerhard von der Schicht kommt. Oh, klasse. Voll lecker. Die Essenz.